Der fünfmalige Fußballweltmeister Brasilien kann sich nicht mehr aussuchen, gegen wen er spielen will. Auch weil sich die Seleção verkauft hat. Zuletzt El Salvador, am Freitag nun Saudi-Arabien, während es für Europas Fußballgroßmächte nach der WM in der Nationenliga Schlag auf Schlag weitergeht, tingelt Brasilien mal wieder durch die Welt, verramscht sein Renommee. Welche Bedeutung hat ein solches Spiel, außer Geld in die Tasche von irgendeinem, stänkerte jüngst die Sport-TV-Kultfigur Galvão Bueno. Die provokative Frage ging im Fußball-Talk WM Amigos live an Edu Gaspar. Die rechte Hand von Nationaltrainer Tite ist als Seleção-Koordinator direkt verantwortlich für die Auswahl der Gegner. Und der ehemalige Topspieler des FC Arsenal klagt zurück, wer zur Verfügung steht, wird angefragt. Aber viele wollen zu dem Zeitpunkt nicht gerade gegen Brasilien spielen, kaum konkurrenzfähige Gegner. Die neue Realität, wegen der Nations League ist die Zahl der für Länderspiele verbliebenen Europäer drastisch gesunken, so Edu. Und die Südamerikaner, die haben wir ja bei der Copa America, erläutert der 40-Jährige mit Blick auf das Kontinentalturnier im kommenden Sommer im eigenen Land. Bleiben also Mexiko, jüngst in Russland Achtelfinalgegner, 2:0, und als erste echte Option die USA, Nummer 22 der FIFA-Weltrangliste. Während Deutschland nach der WM-Pleite sich gleich Weltmeister Frankreich zur Brust nahm, mussten die Seleção-Stars somit Anfang September über den Teich jetten, um beim 2:0 gegen eine verjüngte Ami-Truppe ein wenig den WM-Kater auszukurieren. Das 5:0 vier Tage später gegen die Nummer 72 der Welt El Salvador war ein noch schlimmeres Muster ohne Wert. Warum aber jetzt auch noch gegen Saudi-Arabien auf Ranglistenplatz 71? Und weshalb der Klassiker gegen Argentinien in Jeddah am Roten Meer und nicht am Rio de la Plata oder am Zuckerhut? Da kommt Bueno und sein Verdacht vom Geld in die Tasche von irgendjemand wieder ins Spiel. Firmen erwerben Rechte, weil in Jeddah der finanzkräftige Mischkonzern Dalal Al Barakah seinen Stammsitz hat. Und zur Unternehmensgruppe auch die International Sports Events Company, ISE, gehört, die 2006 erstmals und 2012 für 10 weitere Jahre die Organisation der Brasil Global Tour, wie die Länderspiele der Seleção heute heißen, exklusiv erworben hat. Die Briefkastenfirma mit Sitz im karibischen Steuerparadies Cayman-Inseln verhökerte mangels Kompetenz die vermeintlich lukrativen Rechte UA. An der Vermarktung der internationalen TV-Übertragungen sowie Bandenwerbung, aber auch den Ticketverkauf sofort weiter. Erst an die Schweizer Sportrechteagentur Kentaro, nun an Pitch International mit Sitz in London, wo die Seleção vor dem Abflug nach Saudi-Arabien auf dem Gelände von Tottenham Hotspur, ebenfalls Kunde der Eventagentur, trainierte. US-Justiz nimmt Abschlüsse in den Fokus beim Vertragsabschluss mit Pitch, taucht aber kurioserweise der Name einer US-Scheinfirma auf, die für angebliche Vermittlungsdienste kräftig mitkassierte. Wie auch Mitinhaber Sandro Rosell, den in Spanien wegen Geldwäsche seit Mai 2017 in Haft sitzenden Ex-Präsidenten des FC Barcelona. Ebenso der damalige CBF-Präsident Ricardo Teixeira, der daheim von der Justiz partout nicht behelligt wird. Beide leugnen vehement. Doch die US-Justiz hat im Zuge der Ermittlungen im FIFA-Korruptionsskandal längst ihr Fadenkreuz auf sie gerichtet. Pikante Details enthüllt im Mai 2015 veröffentlichte die Tageszeitung Estadão, zudem angebliche Details aus dem Vertrag. Demnach könne Pitch UA Gegner und Spielort auswählen. Der Verband CBF bekäme im Gegenzug knapp 900.000 Euro dafür. Vorausgesetzt, man tritt in Bestbesetzung an. Ansonsten gäbe es auch noch Abzüge. Beim TV-Stammtisch wurde Edu mit den Vorwürfen konfrontiert, beharrte aber felsenfest darauf: Unser Konzept ist, gegen die Besten spielen, die größten Herausforderungen suchen. Bleibt die Frage, welche Bedeutung hat da Saudi-Arabien?